So, da war jetzt der Akku leer. Da habe ich den Akku nicht mitgekriegt, dass der leer ist. Ich habe gerade noch mal geguckt. Scheint auch alle drauf zu sein. Also können wir da weitermachen. Ich fasse noch mal zusammen. Externer Akku. Licht. Ja, okay, kennen wir schon einige. Radio. Wie gesagt, wenn man mit Freunden, ich habe Familie, also da ist nichts mit Freunden, das ist eigentlich Familienleben, Highlife die ganze Zeit. Aber wenn du mit Frau und Kindern denn zum Beispiel zum Strand fährst, frühst, also machst du frühst deine Klamotten, dein Klamottenzeug noch fertig, also Futter, Trinken, alle drum und dran, fährst an den See und dann bleibst du bis abends an den See. Und das kann sehr stressig sein. Machst du Radio an und irgendwann ist der Akku natürlich auch bei so einem externen Akku, ist der Akku ja auch leer. Der hat Solar. Wir können den, während wir den benutzen, mit Solar wieder aufladen. Und das werden wir uns jetzt erstmal angucken. Dafür würde ich sagen, wechseln wir erstmal wieder in die Unboxing-Ansicht. Na? So, und da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Und ich habe wieder mal kein Messer da, aber. Mann. Mein Unboxing am Messer suche ich einmal und das ist immer am PC-Tisch wart. Kinder haben sie mich vom Tisch hier weggeräumt und auf den PC-Tisch gemacht. Gucken, wie das. Ach, so geht's auf. So. Und das ist halt von Blafor. Wir haben auch eine dicke Anleitung mit bei. Auch mit schöner dicker Schrift, das kann ich so ja lesen ohne Brille. Geil. So. Würde ich sagen, ich packe das mal erstmal aus hier, was wir hier drin haben, und dann legt das hier hin und dann gucken wir uns das gleich an. Mit einer Tasche. Also Anleitung, Tasche. Handschnur. USB-C. USB-C-Kabel, kleiner, dünner. Also wirklich ganz dünner. So, hat er sich nach dem Akkutausch nämlich hier erledigt gehabt. Da waren die Standardeinstellungen wieder drin, also mit manuellen Fokus und so und nicht automatisch. Und der Fokusfeld war auch anders. Das musste ich jetzt erstmal ändern. Dann fokussiert er auch wieder richtig schön. Ja, das ist wirklich ein kleiner USB-C-Kabel, aber so dünn. Also der ist wirklich richtig dünn hier. Also da hättet auch ein schöner Sleeve da sein können. Damit das halt nicht feucht wird. Unten drunter ist nichts. Und hier haben wir den externen Akku. Wir werden auch gleich ein Hardware-Video machen, wo wir uns die Hardware ganz genau angucken werden. Der wird dann natürlich in meine Badetasche wandern. Ich habe eine Badetasche, da ist ein Badezeug drin, dass wir jederzeit gewappnet sind und gleich zugreifen können. Hier leuchtet es gerade, sehe ich gerade. Ich habe noch nicht mal angeschalten. Aber hier sehe ich schon ein bisschen grün durchleuchten. Jetzt ist es weg. Wieder da. Ah, hier sehe ich schon ein paar USB-Kabel, Knöpfe. Ja, das könnte für iPhone sein. Ist eine Antenne.
Ach so, ist nur eine Antenne und das andere ist hier einfach nur, damit es schick aussieht. Damit es so in etwa aussieht wie die Antenne. Okay. Druckknöpfe sind angenehm. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt gleich mal im Hardware-Video genauer an und benutzen das mal und testen mal, was da alles geht. Ach, die Taschenlampe ist übrigens da unten. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Ich verlinke es euch auch oben in die Infokarte, das Hardware-Video. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.